Hallo und herzlich willkommen zu Let's Orakel. So, wir spielen jetzt den 16. Spieltag Kaiserslautern gegen die Schanzer aus Ingolstadt. Werden wir sehen, was rauskommt, und ich würde sagen, wir legen einfach sofort los. Ja, nachdem Kaiserslautern Jahreshauptversammlung war, gibt es einen neuen Aufsichtsratschef, der Herr Banff. Da werden wir mal sehen, was der Mann rausholen kann, sagen wir es mal so. Bin dann noch ein bisschen gespannt. Und wahrscheinlich wie alle anderen, naja, ein bisschen Hoffnung. Aber werden wir einfach mal schauen, wie es denn aussieht. Ja. War schon ganz nett, dieser Versuch. Ja, werden wir gucken, wie es aussieht, was der Herr Banff für die Lauter rausholen kann. Das wird wahrscheinlich, naja, nach der Winterpause erstmal kommen. Ich bin höchst gespannt. Hoffe, dass wir dann endlich mal aus dem Tabellenkeller kommen, und ja. Ich würde sagen, viel Spaß. Wir genießen es jetzt erstmal, das Orakel, und dann, ja, hoffen wir, dass am Sonntag was Positives bei rauskommt. So, Artig auf Spalvis, der übrigens nicht Luis, sondern Lukas heißt. Das wollte ich hier mal loswerden. Das ist mir im Nachhinein aufgefallen, dass ich den irgendwie in fast jeder Folge Luis nenne und nicht Luke und nicht Lukas, wie er eigentlich wirklich heißt. Aber ich hoffe, das ist in Ordnung. Ihr verzeiht mir das. Ich nehme manchmal zu sehr unchristlichen Zeiten auf, sagen wir es einfach mal so. So wie jetzt gerade, jetzt haben wir 5:46 Uhr am frühen Morgen. Ah, schade. Das wäre es gewesen von Attic. Das wäre aber viel zu schwierig gewesen für ihn. Muss man auch eindeutig sagen. So. Trash. Na, da geht's aber gar nicht gut zu. Oh, nochmal Glück gehabt. So, hier haben wir Guevara, Christoph Moritz, und Spalvis kommt nicht mehr an den Ball. Das ist aber auch die Pest im Moment. Das dürfte sogar noch Ecke geben, oder? Abstoß. Finde ich auch in Ordnung. So, Kuraya auf Vucur zu Guevara, Moritz, Artig und Ballverlust. Hier wieder Christoph Moritz auf Daniel Halffer. Und Borello macht sich auf den Weg, aber kommt nicht mehr an den Ball. Verzeihung. Na? Ne, das war kein Abseits, Leute. Entschuldigung. Da saß der Frosch zu tief im Hals. So, und jetzt versuchen wir uns wieder auf das Spiel zu konzentrieren. Guevara schafft es nicht. Oh. Genauso könnte es sich wirklich am Sonntag abspielen.
muss sagen, es war ein schönes Tor. Eine Direktabnahme, hier sieht man es nochmal. Keine Chance für Marius Müller. So, Andersson auf Borrello. Jetzt doch hat das Zuspiel doch noch geklappt. Halfa. Nee, nee, nee. Das ist so ein bisschen wie im wahren Leben. Die Lauterer bemühen sich, doch kriegen kein Bein auf die Erde. Wenn man das so sagen kann. Teils durch Pech, teils durch, wie nennt sich das? Ja, wie nennt sich das denn, wenn man es nicht drauf hat einfach? Nein, nicht wenn man es nicht drauf hat, sondern wenn es einfach nicht klappt. Ach, ihr wisst, was ich meine, hoffe ich. Huch. So. Guevara kommt nicht an den Ball. Vucio versucht auszuhelfen. Wieder Guevara. So. Und Abschlag von Müller, der aber wieder bei Ingolstadt landet. Im Moment komme ich mir so ein bisschen wie Kent Brockman von Simpsons vor. So. Motto, er spielt nach links, nach rechts und wieder links. Das gibt übrigens Eckball. Da finde ich den Franconia eher so wie den mexikanischen Kommentator, der vollkommen von der Rolle ist, vollkommen ausrastet. Das ist einfach nur genial. Und der Franconia, ich kann euch nur empfehlen, guckt ihn euch mal an. Da ist Herzblut drin, da ist Temperament drin. Ich gucke ihn selber immer wieder sehr gerne, wenn ich denn Zeit habe. Ja, schade. So, da haben wir wieder Marius Müller mit dem Abschlag. Andersson, der den Ball nicht kriegt. Moritz, der nicht an den Ball kommt. Es ist ernüchternd irgendwie. Das ist verdammt ernüchternd im Moment. Ja, dann wären wir bei der Halbzeit. Das ist schon ein bisschen traurig im Moment. Gucken wir mal, ob wir hier was gewechselt kriegen. Wisst ihr was? Wir nehmen Osa Quadwo mal für Borrello rein. Osa Quadwo ist eigentlich immer ein zuverlässiger Kerl. Ersetzen Vucio durch Modica. Naja. Einzige, was noch passieren kann, ist, dass wir noch ein, zwei Dinger kriegen, was ich nicht hoffe. Also. Schade. So, Halfa gegen Kittel. Ich glaube, Kittel hat das Ding ganz klar gewonnen. Was war das denn, Leute? Correa. Andersson, Artig. Schön von Artig gemacht. Nee, nee. Da kam, ich glaube, Halfa nicht an den Ball. Oder Moritz. Ich weiß es gerade gar nicht. Ich muss sagen, ich habe in dem Moment nicht auf den Namen geachtet. Ah, schade. Das war eine schöne Chance.
So, wieder Kittel. Auf Cohen. Zu Plädel. Heißt der Plädel oder Plädel? Nein! Oh, dank Marius Müller sind wir nur 1-0 im Rückstand. Muss man mal ganz ehrlich sagen. So, Lescano kommt für Lutschke. Lutschke? Habe ich das richtig gelesen? Oder heißt der Lutschke? Ja. Glück gehabt. Kann man nicht anders sagen. Kutschke. Also, da lacht man immer über die ganzen Let's Player, weil sie nichts sehen oder lesen und alles übersehen. Und dann, naja, weiß man jetzt auch mal warum. Man ist mit anderen Sachen beschäftigt. So. Sehr schön. Christoph Moritz auf Osa Quattro. So, der Mann hat Platz, der Mann hat Geschwindigkeit. Der kann mal ein bisschen was geben. Spalvis auf Anderson. Sehr schön. Alter, du kannst doch nicht den Vorteil abpfeifen. War es doch abseits und dann hat er nur den Vorteil die gelbe Karte gegeben? Ich weiß es nicht. Ist mir aber auch egal jetzt. So, Baris Atik. Auf Anderson. Der zu Spalvis. Der kommt aber nicht mehr an dem... Doch, da kommt er an den Ball. So, Anderson natürlich nicht Richtung Ball. Es tut mir leid, das so zu sagen, aber... Ein bisschen ernüchtert ist das schon. Alpha kriegt den Ball nicht gehalten. Beziehungsweise wird ihn nicht rechtzeitig los. Modica. Ja. Wieder eine Situation. Glück gehabt. Sonny Kittel geht raus. Dafür kommt Sekine. Glaube ich. Taschaiko. What was that? Na, scheinbar ein kleines... Da hat niemand hingespielt, liebes FIFA. So, Anderson kriegt den Ball und versemmelt ihn. Reicht mir jetzt. Der spielt die nächsten Male auch nicht mehr von Anfang an bei mir. So, Castaner, zack. Moritz, Artig. Spalvis kriegt den Ball nicht mehr. Matip ist vor ihm am Ball. Aber Spalvis kann sich wieder erkämpfen. Artig, da hinten läuft Osa Quattro. Osa Quattro hat den Ball. Und schade. Spalvis kommt wieder an den Ball unverhofft. Daniel Halfa schießt. Was? Was? Alter! Ich will ja nichts sagen. Aber das Ding war geil. 22, 23 Meter. Sorry, Leute. So. Wenn der Halfa den am Sonntag macht, dann muss ich mir was einfallen lassen. Das war ja wohl mal ein geiles Ding. Da habe ich ja mit
allem gerechnet. Aber mit dem nicht. Na, das funktioniert auch kein zweites Mal, merke ich. Entschuldigung. Mir ist hier gerade was über den Tisch geflogen. Was war das? Egal. Vielleicht lasse ich es drin, vielleicht schneide ich es raus. Werden wir sehen. So. Ja. Kessel. Irgendwie total untergegangen bislang. So, Daniel Halffa. Aufbaresartig. Der holt sich den Ball auch da, wo der Ball eigentlich ist. Nicht da, wo er spielen soll. Finde ich gut. Der Mann, der läuft. So. Tut mir leid, wenn ich hier ein bisschen ruhiger bin. Aber mich lässt das nicht los, was mich da gerade eben überfallen hat hier. Wow. Das war ein bisschen riskant, aber wahrscheinlich noch die beste Möglichkeit. So, Christoph Moritz, heute echt schwach irgendwie. Hat er jetzt gedacht, jetzt mache ich noch schnell einen starken Moment. So, Manfred Osa Quadwo. Moritz. Spalvis. Schade. Schade, schade. Das Ding ist durch. Muss schon sagen, es waren zwei echt schöne Tore jetzt diesmal. Wobei ich meins ehrlich gesagt noch schöner fand. Vielleicht kommen wir ja nochmal, vielleicht sehen wir die Situation jetzt gleich auch nochmal. Ja, da sieht man, wie Müller uns wirklich rettet. Also rein theoretisch hätte, also rein theoretisch müsste Ingolstadt gewinnen. Die hätten auch hier gewinnen müssen. Hier nochmal das geile Tor. Das ist ja mal ein geiles Thumbnail, oder? Ja. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich denke mal, die Folge kommt entweder heute ist Freitag, entweder heute Abend oder spätestens morgen. Macht's gut, gehabt euch wohl. Bis zum nächsten Mal und ja, Resümee, 1 zu 1 bringt uns nichts, wir brauchen 3 Punkte, Shadow Wolf hat das letzte Mal schön unter das Orakel geschrieben, Unentschieden bringt uns gar nichts, wir brauchen 3 Punkte, also falls das hier mal durch Zufall irgendjemand aus dem Verein sehen sollte, Leute, hängt euch ran, es gibt immer noch genügend Leute, die hinter euch stehen und die mit euch versuchen, dritte Liga zu verhindern. Also,
Macht's gut. Bis dann. Ciao.